Tja, was soll man nun sagen? Wieder keinen Sieg oder soll man sagen, das vierte Spiel in Folge ungeschlagen? 1:1 gegen Arminia Bielefeld, die unentschieden Könige der Liga. Genau das, was wir uns nicht gewünscht haben. Ein Vorwurf an die Mannschaft kann man eigentlich heute schlecht machen. Einer wirklich sehr ordentlichen ersten Halbzeit folgte eine zweite, wo man auch nicht das Gefühl hatte, Union verliert die Kontrolle über das Spiel. Passend zur Gesamtsituation aber durch ein Eigentor von Michael Parensen, als er angeköpft wird nach einer Ecke und den Ball aufs Knie kriegt, steht man am Ende mit fast leeren Händen da. Vielleicht kann man auch mal überlegen, ob man hier die Tore nochmal nachvermisst. Denn dreimal Alu in einem Spiel, zweimal Bobby Wood, der sehr beweglich und agil war, einmal Stefan Fürster in der zweiten Halbzeit. Vielleicht stimmt da irgendwas mit den Toren nicht. Ich würde einfach jeden Fall mal nachmessen. Ansonsten tritt man auf der Stelle und kommt unten leider nicht raus. Nächste Woche geht's nach Freiburg, was im Moment wohl das Beste ist, was in der Liga vorhanden ist. Vielleicht liegt darin eine Chance, dass man gar keine hat.